Jeder liebt Pizza, aber die wenigsten machen den Teig selbst. Wir schon. Zuallererst braucht man 300 Milliliter Wasser, lauwarm. Als nächstes kommt ein bisschen Hefe, 4 Gramm. Wir nehmen es mit der Mengenangabe immer ziemlich genau, deswegen messen wir das immer richtig krass ab. 4 Gramm. So, das sind genau 4 Gramm. Rein ins Wasser rein. Mit einer Gabel. Ganz wichtig, mit einer Gabel. Damit die Hefe vernünftig aufgeht, lassen wir sie 15 Minuten stehen. Ruhen, heißt es ruhen. Währenddessen legen wir Mehl ab. Mhm. 300 Gramm. Waage an? Ja. Ist sie an? Ist an. Noch ein Löffelchen. Ist er schon? 205. Und jetzt bin ich gespannt, ob du mit einem Mal genau 300 schaffst. Ist 300? Ein bisschen noch. 15 Minuten sind rum. Ja. Kannst du es reingießen. Jetzt kann man ein bisschen Mehl draufkippen. Und durchsieben. Also immer ein bisschen was draufkippen. Umrühren. Draufkippen. Umrühren. Das sieht doch schon langsam gut aus, oder? Sieht langsam nach Teig aus. Und dann das drauf. So. Jetzt muss er das rausholen und durchkneten. Fertig mit Kneten. Leg den rein. Ja. Der ist jetzt schon echt fluffig. Mhm. Und Deckel drauf. Oh. Und jetzt heißt es. 24 Stunden warten. Aber der Teig muss in der Wärme stehen. Ja.